Hallo Leute, willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Murdered Soul Suspect. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir müssen jetzt in den Restaurationsraum, weil es da weitere Hinweise gibt, die doch aber hier unten noch nicht ausgestellt sind. Und zwar über die Ankläger. Und also ich schlussfolge jetzt mal, dass unser Glockenmörder sich da schon irgendwie als so eine Art Ankläger sieht, weil er ja anhand dieser Hexenmordprozess-Foltermethoden hier versucht, die Leute umzubringen. So, hier geht ein Zug durch. Kann ich da einfach durch? Ja, schaut gut aus. Hoffentlich kommt da kein Zug. Ach, natürlich kommt ein Zug. Ist ja klar. Oh. Bin jetzt richtig erschrocken. Puh. Oh, jetzt muss ich hier voll die Action machen. Nee, ich kann da durch. Okay. Oh, was ist denn das? Enthüllen. Grauen auf den Gleisen. Noch 13 Minuten auf der Schicht. Ja, das werde ich wieder wahrscheinlich nicht schaffen. Oh. Da hätte ich wohl nicht stehen dürfen. Und interessanterweise, wir sind tot, aber ein Geisterzug kann uns noch mehr töten. Irgendwie. Ich dachte nur, den Dämonen können mir quasi die Seele vernichten oder so und verhindern, dass ich ins Superparadies komme. Okay. Man's Restroom. Wow. Da geht's nicht durch. Da geht's auch nicht durch. Da geht's vielleicht durch. Aber da geht's nicht durch. Da geht's auch nicht durch. Boah, das war knapp. Ach, da könnte ich hätten. Ah, ich kann dich mich teleportieren. Oder? Oh, ist das mies. Oh, das. Ah, ich dachte, da ist noch jemand. Okay, man kann sich jetzt auch teleportieren. Ah, ich hätte nicht loslassen dürfen. Okay. Oh, das ist gar nicht so leicht zu erkennen, wo ich da jetzt hin muss. ja. Dieser Ladescreen ist total aufregend. Aber total. Und dauert auch gar nicht lange. Nö, jetzt. Okay. Und jetzt bin ich hier. Kann ich nicht durch teleportieren? Ja, achso. Durch die Tür durch. Hier kann ich auch nicht durch. Okay. Jetzt bin ich dann wahrscheinlich in der Damentoilette wieder gelandet. Aha. Da drüben ist was Dämonisches. Da kann ich nicht hin. Was kann ich denn hier tun? Da komme ich nicht weiter. Da komme ich auch nicht weiter. Also nochmal. Ich gehe nochmal auf die Toilette. Was ich jetzt erwarte, dass ich... Da kann ich nicht durch, da kann ich nicht durch. Ja, Leute, jetzt stecke ich richtig fest. Keine Ahnung, was ich da machen muss. Ist vielleicht hier irgendwo eine Katze, mit der ich weiter kann? Nö, natürlich nicht. Nie ist eine Katze da, wenn man sie mal braucht.
Da hinten ist was. Kann ich mich dahinter teleportieren? Ich versuch's mal. Kann ich mich nur hin teleportieren, wenn der Zug gerade vorbeifährt. Ja, das ist ja klasse. Ja, Leute, ich würde mal sagen, ich mache hier einen Cut und schau mal offscreen ein bisschen rum, was ich da jetzt weitermache, damit ihr euch nicht zu sehr langweilt. Tja, Leute, ich habe jetzt hier doch keinen Cut gemacht. Wie ihr seht, kann man auch von Dämonen im Boden erwischt werden. Also auch nicht so lustig. Weiß jetzt auch nicht genau, was hier von mir erwartet wird. Durch die Decke kann ich nicht. Ja, ich weiß. Ich weiß. Also da kann ich mich nicht hin teleportieren, das ist zumindest keine gute Idee. Okay. Kann ich mich da irgendwie durchteleportieren? Das wäre mir zwar jetzt neu, aber... Da wird nichts draus. Also ich mache jetzt doch einen Cut und schau nach. Bis gleich. Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich habe den entscheidenden Hinweis gefunden. Und zwar ist Teleportieren das Wichtige. Das stimmt schon. Aber wenn man da genau hinschaut, da drüben... Da bei dem Fenster, da ist die nächste Nische. Das sieht man schlecht. Aber wenn ich mich darüber teleportieren kann, genau, da war das sah gerade ganz gut aus. Ja. Ah, natürlich nur dann, wenn der Zug nicht gerade angerast kommt. Ja, dann habe ich auch Chance, dass das Ganze funktioniert. Also ich hatte schon den richtigen Clou, den richtigen Dreh, dass es mit Teleportation hier was zu tun hat, aber ich hatte nicht gesehen. Ja, das wolltet ihr mir jetzt nochmal vorführen, gell? Aber ich hatte nicht gesehen, dass da eine Nische ist. Das ist, dass das eine Nische sein soll, ist schwer. Genau. Und dann kann ich mir nämlich den Weg zur nächsten Nische suchen. Okay. Das ist ein
da irgendwie gehen. Also weiter habe ich nicht geguckt gehabt, aber so irgendwie muss es dann gehen. Ich geh mal hier ganz an die Kante ran. Da. Ah, nein, knapp. Ah, ist das ärgerlich, ist das ärgerlich. Das kriegen wir schon hin. Na, ach, dieser Ladescreen. Ich will ihn eigentlich gar nicht so oft sehen. Nö, aber mei. Er kommt halt immer wieder. Ja. Das ist hier scheinbar wieder eine gekonnte Millimeterarbeit. Genau. Da ist er. Zu dem Punkt muss ich. Jetzt ab. Puh, knapp. Okay. Ha. First Floor Gallery, Main Hall, na, da bin ich aber nicht. Ach, jetzt bin ich auf der anderen Seite von, ah ja, von dem. Ah, hier ist eine Plakette. Plakette der Geschichte der Hexenprozesse. 4 von 9. Die Hexenprozesse von Salem endeten 1693, allerdings wurden in Europa bis 1750 weiterhin Hexenprozesse mit rechtlichen Sanktionen geführt. Aha. Da drüben ist er. Jawohl, jetzt bin ich drüben. Und ich hoffe, dass ich da bin, wo ich hin soll muss. Aha. Okay. Second Floor Gallery. Ich hoffe, dass mich der Zug jetzt hier oben nicht mehr erwischt. Hallo Leute. Ich wollte immer ein echter Cop sein. Okay. Bist aber jetzt nur Museumswache, oder wie? Ich wünschte, Salem wäre für etwas anderes berühmt. Als für die Hexenprozesse, ja. Eine ganze Ausstellung über den Tod. Ja. Nicht schön. Second Floor Gallery. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwie der Restoration Room ist. Gespeichert hat er zumindest mal gerade, also ein gutes Zeichen. Oh, da ist was Dämonisches auf dem Boden. Hier ist wieder was zum Enthüllen. Noch so ein Stein. Noch 12. Wie riesig ist denn dieses Museum hier, dass ich da noch 12 von diesen Dingern finden kann? Oder habe ich schon 10, ja, einfach liegen gelassen? Das ist ziemlich dämonisch. Da kann ich mich aber dran vorbei teleportieren. Will ich jetzt mal noch nicht machen. Da kann ich einfach so durch. Auch nicht schlecht. Da komme ich auch einfach so durch. Okay. To second floor. Da will ich jetzt mal noch nicht hin. Aber schön zu wissen, dass ich könnte. Schön zu wissen, dass ich könnte. Okay. Ah, da ist wieder was zum Enthüllen. Noch 11. Ah, da ist noch gleich noch mal einer. Ah ja. Ja, dann. Noch 10. Was haben wir hier drin? Ach, das war das von auf der anderen Seite. Okay. Ich denke mal, ich kann hier weiter. Da ist ein Eimer oder, ja, ein Farbeimer oder ein Lackeimer oder sowas. Enthüllen. Noch 9. Ja. Ich hoffe, ich habe alles. Third Floor. Joy! Was machst du denn hier?
Joy? Du solltest doch auf Iris aufpassen. Ich sagte, du sollst auf Iris aufpassen. Genau. Du bist nicht mein Boss. Auch wahr. Ich habe unten einiges gefunden. Der Glockenmörder tötet seine Opfer, als wären sie Hexen. Ich gehe nach oben und sehe nach, was ich noch finden kann. Wahrscheinlich brauchen wir sie jetzt. Ich hätte dir sagen sollen, folge mir, dann wärst du vielleicht in der Kirche geblieben. Hast mich durchschaut. Ach ja, wir haben ihr gesagt, sie soll die Iris und natürlich dann auch Rose in die Kirche bringen, wo wir Joy dann gefunden haben. Beim Pater wähnen wir sie in Sicherheit. Hoffentlich stimmt das auch so. Und jetzt Joy? Halte nach Sicherheitskameras und Alarmanlagen Ausschau. Danke für den Tipp, aber das ist ja nicht mein erster Einbruch heute. Auch wahr. Das dürfte der Restaurationsraum sein. Das sieht wie der richtige Ort aus. Mal sehen, was mir diese Artefakte über die Hexenprozesse sagen können. Okay, neue Mission. Sieht irgendeines der Artefakte mit den Glockenmördern in Verbindung. Genau, untersuche den Restaurationsraum. Ja Leute, den Restaurationsraum, den untersuchen wir aber erst in der nächsten Folge, denn sonst wird dieser Part hier schon wieder so lange. Sorry für die Unterbrechung, aber ich hoffe, ihr habt Verständnis, dass ich das nicht sehen konnte mit dieser einen kleinen Ecke, da wo ich mich hinteleportieren musste, um nicht vom Zug überrollt zu werden. Wenn ihr das Spiel gespielt haben solltet und es aber genialerweise doch gesehen habt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare, wenn ihr wollt. Ansonsten danke ich euch, dass ihr dabei wart, hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!